Um die Wendetangente und Wendenormale von dieser Funktion zu bestimmen, gehen wir natürlich so vor wie bisher auch immer. Das heißt, wir berechnen zuerst die Wendepunkte. Es wird nur einen geben. Und dieser Wendepunkt ist der Berührpunkt von der Tangente und in dem Punkt stellen wir dann eben die Tangente auf. Also, erster Schritt, wir bestimmen den Wendepunkt. Für den Wendepunkt müssen wir die zweite Ableitung 0 setzen. Wir beginnen also und bilden die erste Ableitung. X hoch 3 abgeleitet gibt 3x² plus 6x² abgeleitet gibt 12x. 9x abgeleitet gibt 9. Zweite Ableitung. 3x² abgeleitet gibt 6x. 12x abgeleitet gibt 12. 9 abgeleitet fällt weg. Und die zweite Ableitung müssen wir 0 setzen für den Wendepunkt. Das heißt, ich muss 6x plus 12 0 setzen. Bringe die 12 mit Minus rüber. Habe also 6x gleich minus 12, teile durch 6 und habe x gleich minus 2. Damit weiß ich, mein Wendepunkt hat den x-Wert minus 2. Jetzt brauche ich natürlich noch den y-Wert. Ich erhalte einen y-Wert immer, indem ich den x-Wert in die Funktion einsetze. Also berechne ich f von minus 2. Ist minus 2 hoch 3. Plus 6 mal minus 2 Quadrat plus 9 mal minus 2. Minus 2 hoch 3, minus hoch 3 bleibt minus, ich habe also minus 8. Minus 2 Quadrat gibt plus 4 mal 6 sind plus 24 und 9 mal minus 2 sind minus 18, gibt minus 2. Und damit habe ich einen Wendepunkt mit dem x-Wert bei minus 2 und dem y-Wert bei minus 2. Jetzt kann ich die Wendetangente bzw. die Wendenormale bestimmen. Im letzten Rechenbeispiel hatte ich die Methode über y gleich mx plus b verwendet. In diesem Beispiel mache ich das auch so. Ich möchte nicht beide Methoden vorrechnen, sonst dauert das Beispiel wieder so ewig lang. Ich verwende diesmal nur die Methode über die Tangentenformel bzw. die normalen Formeln. Selbstverständlich können Sie natürlich auch eine andere Methode verwenden, wenn Sie wollen. Also, wenn ich die Tangente berechne, brauche ich die Tangentenformel. Die lautet f' von u mal x minus u plus f von u. Hierbei war u der x-Wert des Berührpunktes. Also u ist in unserem Fall minus 2, der x-Wert. Also das dann. Das heißt, auf unsere Aufgabe bezogen heißt die Tangentenformel f' von minus 2 mal x minus minus 2 plus f von minus 2. Ich brauche f' von minus 2. Das heißt, ich nehme die minus 2 und setze sie in die erste Ableitung ein. Hab also 3 mal minus 2 Quadrat plus 12 mal minus 2 plus 9, also hier eingesetzt. Minus 2 Quadrat gibt plus 4 mal 3 sind 12. 12 mal minus 2 sind minus 24 plus 9. 12 minus 24 sind minus 12 plus 9 sind minus 3. Ich weiß also, f' von minus 2 ist minus 3. X plus 2 bleibt und f von minus 2 ist ja mein y-Wert, das ist ebenfalls minus 2 in dem Fall. Nun, dann löse ich die Klammer auf. Minus 3 mal x sind minus 3, x minus 3 mal 2 sind minus 6. Das heißt, yt ist minus 3x plus, minus 8. Und das ist meine Tangentengleichung. Brauche ich die normalen Gleichungen und um die normale zu bestimmen, brauche ich ja die normalen Formeln. Und die normalen Formel lautet, wie Sie natürlich noch wissen und sich erinnern, minus 1 durch f' von u. In diesem Fall ist u wieder minus 2, also f' von minus 2 mal x minus u.
also minus minus 2 plus f von u, also f von minus 2. F' von minus 2 ist minus 3, habe ich bereits berechnet. Also habe ich hier minus 1 durch minus 3 mal x plus 2 plus f von minus 2 ist immer noch minus 2, da hat sich nichts geändert in den letzten 10 Sekunden. Dann löse ich das auf. Minus durch minus gibt plus. Das heißt, ich rechne yn ist ein Drittel mal x sind ein Drittel x. Ein Drittel mal 2 sind plus 2 Drittel. Minus 2. Die 2 Drittel und die minus 2 könnte ich zusammenfassen. Und zwar ein Drittel x. 2 Ganze sind ja 6 Drittel. Also habe ich hier 2 Drittel minus 6 Drittel sind minus 4 Drittel. Mehr kann ich nicht machen. Also rahme ich meine normale Stunde ein und sage, ich bin fertig.